Es müsste unser, müsste der erste Tod sein. In, also nicht, heute für den Mann zum Mittag gibt es Cheva-Auflauf. Und ich möchte das nicht weiter erläutern, aber wir können Schätze verkaufen. Mhm. Und dieses Juwelenarmreif von diesem etwas turbulenteren Mann bringt uns jeweils 1000. Ja. Ja, was sind das hier? N und Strich? 1000, dann sag mal 1000. Nennen wir es einfach Gold. Nennen wir es Gold. Da gehe ich mit. Ja, vielleicht könnten wir unser Inventar ein bisschen entlasten. Ja, das ist so viel Heilmittel brauchen wir ja nun wirklich nicht. Und zumal ich ja noch ein Sturmgewehr zu viel drin habe. Es ist die Frage, soll ich diese VZ61 wegpacken oder die H&K? Hast du die schon verbessert, die? Ich habe noch nichts verbessert, nee. Außer die Pistole. Also die Pistole, die behalte ich. Ja. So. Tja, würde ich sagen. Ah komm, Nimm die VZ. Die soll ich nehmen. Ja. Und die H&K wegschmeißen. Genau. Gut. Ich krieg satte 200 Gold dafür. Gut, dann verbessere ich mal meine VZ 61. Auf? Ja, kritische Treffer ist bei einem Sturmgewehr mal sehr angebracht. Da investiere ich. Naja, wobei du ja nicht so stark auf den Kopf zielst mit dem Ding. Ich gebe mir Mühe. Ja, erhöhen sie die Chancen auf einen kritischen Kopftreffer. Ja. So, und ich verbessere auch mal meine Pistole in Sachen Kapazität. Und mehr wie 16 geht gar nicht, das ist ein Drecksladen. Ich saß doch ja. Ich habe meine Pistole auch schon aufs Maximum aufgebessert. Gut. So. Gut, ich labere jetzt nicht an zu viel und komme jetzt lieber mal schnell ins Spiel. Verbessere ich hier nochmal kurz und. Mal Kapazitäten. Feuerkraft, dann noch ein bisschen. Ladegeschwindigkeit brauche ich nicht unbedingt. Also. Wohl, das geht ja noch. 500 für 20 Kapazität. So, ich habe jetzt noch 10.000 Gold übrig und ich denke, ich lasse das erstmal so. Warum hat ich denn dann so wenig? So, möchtest du die, wenn du sagst, die Handgranaten sind besser, möchtest du dann haben die Teile? Ja, danke schön. Bitte, so. Gut, mit Heilung sind wir aus. Gut, weiter geht's. Mit hier. Munition und. Wir haben jetzt schon. Zu viel Zeit. Oh, warte mal, ich könnte hier mal noch was kaufen. Was gibt's denn Schönes? Ja, ja schön, Entschuldigung. Können wir uns mal angucken. Das sind die ja, Waffen, die wir bis jetzt gefunden haben, eigentlich nur. Ansonsten Erste Hilfe Spray und eine Schutzweste. Ja, die Schutzwesten werden wir uns nicht kaufen. Nee. Gibt's dann auch später noch eine Kugelweste. Schlechte Erfahrung gemacht mit dieser Schutzweste. Diese Dinger nehmen einen Inventarplatz weg. Und die sind quasi nur anwesend. Lass uns schon mal weitermachen. Ja, okay. Ja, also das heißt, man rüstet die nicht wirklich, man zieht die jetzt nicht über oder so, sondern die liegt im Inventar rum und dann kommt man halt weniger Schaden. Ja. So ist es halt. Auf ein Gerät warte ich allerdings noch. Ja, ich weiß es ja schon. Aber wir wollen ja noch nicht zu viel verraten. Nee. Es könnte ja diese Spannung geben. So, und jetzt gleich wieder zu unserem Kettensägenmann. Der möchte mit uns wahrscheinlich. Das Video können wir überspringen, Dennis. Okay. Wie gesagt, der möchte mit uns wahrscheinlich keinen Kaffee trinken. So dass ich sage, machen wir einen kleinen Rückzug und benutzen unter anderem auch diese Fässer hier, um uns zu verteilen. Ich fang schon mal an. Ja, ja. Das klingt gut. Und komm schon, aufwärtshaken. Sehr schön. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, hier ist Maschinengewehrmunition, falls du die haben willst. Ja, später noch. Wir sehen, dieser Typ ist gefährlich. Oh. Du näherst dich ihn aber auch immer. Naja, der nähert sich mir, sag ich. Also. Ja, okay. Gut, ein Haken. Oh. Nein!
Okay, ja, weg. Knapp. Oh, der Typ hier haut mich mit der Schippe. Ich hau den gleich mit der Schippe. Ja, schon zu spät. Jetzt kommt das Fass schnell weg und dann... Oh, oh, oh. Sind ihn jetzt aber auch immer mal haarscharf entkommen. Ja. So. Jawohl. 1A. Aha. Aha. Uah. Mensch, wie viel Leben hat der? Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, auch hier hinter dem Haus sind übermäßig viele Waschbecken. Boah, Mensch, der rennt mir hinterher. Waschbecken? Ja, Waschbecken. Also, so, Granate. So, der soll jetzt mal hierher kommen. So. Hallo, jetzt ist er hinter mir her. Guck den Segen, Mann, guck mal her. Er ist hinter mir her. So, 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 so. Zack. Jawoll. Jawoll. 1A. 1A. Oh. 1A. Komm. Oh. Oh, 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 oh. Shit. Ich dachte, ich kann auch nochmal. Oh. Mal draufhauen. Komm, jetzt das letzte. Das, ja. Das war 1A jetzt hier. Ja, das ist wenig Nummer. Renn weg. Ja. Boah, der Typ, der ist... Der ist krank. Man hört ja, wie der lacht, wenn der... Wenn der einen den Kopf absägen möchte. Das hört sich nicht mehr gesund an. Also zum ersten Mal habe ich jetzt dieses richtige... Ja. Adrenalin. Ja, das... Oh! Jawoll! Kettensägen, Mann. Und hier droppen wir den Schlüssel des Wächters. Oh... Kann ich die Kettensäge haben? Das geht nicht. Ja, für so, wenn man... Die wird dir zu schwer sein, Dennis. Hahaha. Ha, ha. Wir können auch gerne mal bei der nächsten Aufnahme mal tauschen und dann siehst du, wie schwer es ist als Frau, besonders hier in Afrika, das muss mal zu schätzen sein, ja? Und dann kannst du mal hier die Sheva spielen. Das ist nicht leicht und ja... Was ist daran anders? Man muss auf Klischees achten. Ja. Ich übertreibe das gerne etwas. Wir bekommen nachher... Ja, das werden wir, denke ich mal, auch später noch sehen. Ja, wir bekommen nachher so eine Szene... Ja, an der Auto, jetzt nichts. An der Autofahren. Und die Maschine nehme ich. Ja, ist schon lustig hier, dieses Duo. Ja. Und den Schlüssel aufmachen. Sagst du mal bitte die Schätze da vorne ein? Ja, nicht, dass ich ihn überfallen werde. Nee, es droht gerade keine Gefahr. Oh, Goldbarren. Mhm. Oh, die bringt 3000. Was? Dieser Goldbarren hat gerade 3000 Gold gebracht. Mhm, das ist gut. Aber auch die anderen Schätze, denke ich mal, werden nicht so wertlos sein. Nee. So, speichern und weiter geht's. Und ich frage mich langsam, ob dieses Ghetto ein Ende nimmt. Und wir hören schon wieder irgendwelche, ja, was ist das? Ein Bär oder ein paar Vögel. Guck mal, da hinten qualmt das richtig. Das wird unser... Und der Platz ist jetzt sehr groß, ungewöhnlich groß. Oh, das ist wohl unser... Flugzeug. Ja, der Absturzplatz. Ja. So, dann haben wir... eilen wir den mal zur Hilfe, oder was? Okay. Oh.
oh, Mist. Danke. So, Spiel vorbei. Letztes so schnell kann's gehen. Aus. Ich bin tot. Zum zweiten Mal. Na okay, ich hab noch ein Leben. Super. Da gab's ja... Das einzige... Ja, da gab's ja mal so ein kleines Flash-Game, You Only Live Once. Du hattest ein Leben und dann warst du tot. Oh. Ja, war ein Flash-Game, also ist nichts Hochwertiges. Mhm. Aber das war schon vom Spielprinzip, das war schon... Das ist schon ja schon dann ha? Realistisch. Ja. Ja. Gut, aber überspringen wir den Teil jetzt. Diesmal habe ich es ausnahmsweise noch geschafft. Jetzt bist du dran. Jawohl. Oh. Das sind doch jetzt etwas viele. Ja, es scheint sich ein neues Test Drive anzukündigen. Motorrad. Da ist uns einer. Ein Scharfschütze. Boah. Ja. Ich gibt es noch. Oh, ich bin feiern. Das ist schön. Ist wieder richtig schöne. Typische Ami-Szenen. Und da war die Muni leer. Also die Szene, die war gut. Die war geil, wirklich. Ja, da ist das Team dann doch mal zugebraucht. Shiva. Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. Shiva became little sister of the team. Now, Shiva, you must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside. We will follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. Chris, are you all right? This picture, it's... forget it. It's nothing. Let's move out. Ja, da haben wir nochmal einen Rückblick gesehen aus dem anscheinend vorherigen Teil. Ja. Wir haben die Vorgänger ja nicht gezockt, wir haben wirklich mit Resident Evil 5 angefangen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Ziele. Was hat es mit dieser Jill auf sich und werden wir diesen Irving finden und hoffentlich auch zur Strecke bringen und diesen Terror beenden? Ja, dann gucken wir uns mal die Auswertung an. Wir haben wieder dieselbe Punktzahl. Ja. Die Präzision ist wieder ein bisschen höher von mir. Ja. Zwei Gegner habe ich mehr besiegt, aber ansonsten ist alles gleich. Aber du bist nicht zweimal gestorben, das stimmt nicht irgendwie, oder? Naja, ich habe mich auch verdrückt. Ach so. Das ging dann, glaube ich, auf... Also, da bist du zwar gestorben, aber das ging auf meine Kappe, denke ich. Gut, nur 1000 Punkte ist okay, super, weiter. Haben wir noch was? Ja, jetzt haben wir hier im Inventar Schätze. Das klingt gut. So, und ich frag mich, sollte ich nochmal verbessern? Und diese zwei grüne Kraut, die mische ich erstmal. So, ich setze noch etwas auf die Pistole. Ich auch, aber
ich spare jetzt mal das Geld für die kritischen Treffer, damit ich dann wirklich die 3 Sterne haben kann. Ja, da war gerade der Frosch im Hals.